jetzt befinden wir uns im ehemaligen Refektorium des Karmeliterklosters, also im ehemaligen Speisesaal. Das ist ein richtig großer Saal, der ist 28 Meter lang, eigentlich überdimensioniert, wenn man bedenkt, dass die Karmeliten in ihren besten Zeiten 3 Dutzend Brüder ungefähr waren. Aber im Gegensatz zum Kreuzgang ist es ein öffentlicher Raum gewesen. Man hat hier nicht immer alleine gespeist, sondern man hatte Gäste, beispielsweise die Annenbruderschaft. Und die Annenbruderschaft ist auch tatsächlich die Stifterin dieser Wandmalereien von Jörg Rathgeb im Refektorium. Woher ich das weiß? Schauen Sie hier, nicht gerade diskret, steht hier, die würdige Bruderschaft Sankta Anna hat lassen malen dieses Refektorium 1517. Die Annenbruderschaft gründet sich Ende des 15. Jahrhunderts und sie verehrt die heilige Anna, die darunter zu sehen ist in dem Bild Anna selb dritt. So nennt man diese Dreierkonstellation Anna, ihre Tochter Maria, deren Sohn Jesus. Das nennt man in der Kunstgeschichte Anna selb dritt. Und sie war, wie könnte es anders sein, in Frankfurt die Schutzpatronin der Kaufleute und Händler. Und falls Sie das nicht gewusst haben, sehen Sie das hier wunderbar verdeutlicht, denn auf der linken Seite haben Sie ein Warenpaket und auf der rechten Seite eine Geldwaage. Die Annenbruderschaft ist also eine Verbindung von Händlern gewesen, aus Deutschland, aus den Niederlanden und aus Frankreich modern gesprochen, die sich mit dieser Stiftung das Recht erkauft haben, im Karmeliterkloster zu wohnen, besonders anlässlich der Messe. So, das Besondere am Refektorium ist also, dass es öffentlich gewesen ist. Was die Besucher hier gesehen haben, das sollten sie nach außen tragen. Gemalt wurde das Ganze 1517, das ist das Jahr des Thesenanschlags von Luther. Das heißt, es gärt nicht nur politisch, sondern auch religiös im Reich. Die Karmeliten empfinden es als Verpflichtung zu zeigen, dass sie ein reformwilliger Orden sind. Der Prior, also der Abt, so nannte man den Abt im Karmeliterkloster, nannte man Prior. Der Prior hat zusammen mit dem Maler Jörg Rathgeb ein Bildprogramm entwickelt, um zu zeigen, was für ein bedeutender Orden man ist. Und der Teil, den wir uns jetzt anschauen, der bezieht sich auf die Geschichte des Karmeliterordens, aber es ist insgesamt ein vierteiliger Bildaufbau, der sich interessanterweise auch von rechts nach links liest, nämlich aus der Perspektive des Priors, der an der Kopfseite, an der Stirnseite des Saals gesessen hat. Die ersten beiden Teile beschäftigen sich mit dem Leben von Elias und Elisa. Und das sind zwei Propheten, deren Geschichte Sie im ersten und zweiten Buch Könige nachlesen können. Und die sind gewissermaßen die Gründerväter des Ordens, so sagt man, denn sie lebten schon im 9. Jahrhundert auf dem Berg Karmel. Um die Wende vom 11. aufs 12. Jahrhundert, nein, um die Wende vom 12. aufs 13. Jahrhundert, gründen sich die Karmeliten auch auf diesem Berg Karmel und erleben erst ein ganz fürchterliches Martyrium, eine starke Verfolgung. Das ist die dritte Szene, die man im Refektorium sieht. Was ich Ihnen jetzt vorstellen darf, ist glücklicherweise die Rettung der Karmeliten. Denn nachdem sie so fürchterlich verfolgt worden sind, wirklich viele versklavt worden sind, sie sind umgebracht worden, sie sind körperlich misshandelt worden, geschieht ein Wunder. Ludwig IX., der König von Frankreich, strandet vor dem Berg Karmel. Die Szene, die Sie jetzt hier sehen können, geht zurück auf Ludwig IX., den man auch den Heiligen nennt, denn er ist der Anführer bei 2 Kreuzzügen gewesen. Und beim 6. Kreuzzug, als er gerade die Stadt Akkon befestigt hatte, die Sie hier so ein bisschen im Mittelgrund sehen können, so in Grisaille-Malerei in verschiedenen Grautönen, als er von dort zurückkehrt, erleidet er Schiffbruch und er wird gerettet von der Jungfrau Maria. Und dann strandet er direkt am Berg Karmel. Und er sieht die Karmeliten, wie sehr sie leiden. Er fühlt sich ihnen sehr verbunden, weil sie wie er große Anbeter der Jungfrau Maria sind. Sie verehren die Jungfrau Maria sehr. Und deswegen fühlt er sich berufen, sie zu retten. Der Inschriftenteppich, der darüber zu sehen ist, der in sehr aufwendiger Art und Weise diese Rettung thematisiert, der schreibt das zeitlich auf das Jahr 1248, datiert es auf das Jahr 1248. Das ist jetzt so ein bisschen im Sinne der Karmeliten geschönt. Tatsächlich ist es in Wirklichkeit so, dass Ludwig IX.
zwar Schiffbruch erleidet, aber danach wird er gefangen genommen und gegen Lösegeld freigelassen. Was Sie jetzt aber hier sehen können, ist, dass er in Wirklichkeit die Karmeliten bewahrt. Er importiert sie aus dem Heiligen Land nach Europa. Und dazu schiffen sie sich ein in einer, wie ich finde, geradezu niedlichen Prozession. Schön in Zweierreihen wird sich angestellt. Der König selbst, der so bedeutend ist, weil er wirklich als Retter der Karmeliten gilt, ist nicht nur in den heiligen Farben Rot und Blau dargestellt, sondern er hat auch die Ehre, namentlich erwähnt zu werden. Sie sehen da dieses Schriftband Ludwig IX., König von Frankreich. Und es ist ein Kreuzfahrtschiff im Sinne von einem Kriegsschiff, das auf Kreuzzug gewesen ist. Das kann man erkennen, wenn man sich am Bug beispielsweise die Kanonen und die Kanonenkugeln anschaut. Was man aber auch sehen kann, ist, dass Herr Rathgebs Radius von Schwäbisch Gmünd bis Frankfurt gereicht hat und dass der Mann nie an der See gewesen ist und keine Ahnung hatte, wie ein hochseetüchtiges Schiff aussehen könnte. Denn zum einen finde ich sehr amüsant, wenn Sie sich hier mal diese Ruderer anschauen, würden die gleichzeitig losrudern, bräche das Schiff auseinander. Und selbst bei meinem nicht vorhandenen technischen Verständnis ist mir doch klar, dass wenn dieses Segel, das Sie da sehen können, aufgemacht würde, würde es zum einen den Herrn erschlagen, der da in den Wanten hinge, und zum anderen könnte es sich gar nicht aufblähen. Aber es ist eben wunderschön, um zu zeigen, wie die Vorstellung der Zeit von einem solchen modernen Kriegsschiff gewesen ist, denn es soll ja wieder die Zeitgenossen ins Boot holen, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen ist es ein Schiff aus dem 16. Jahrhundert. Einen ganz besonders charmanten Bezug finde ich, wenn Sie sich mal das Obst angucken, beispielsweise auf dem Deck. Da kann man verschiedene Früchte erkennen, und auch hier, wenn Sie sich mal diese Bordüre anschauen mit diesen Kirschen und Aprikosen oder Pfirsichen, das ist ein Bezug dazu, dass man eben vom Karmel kommt, vom Berggarten, vom Obstgarten. Und es ist bis auf den heutigen Tag so, dass die Karmeliten ihre Klöster Karmel nennen.